herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Hey, das sind Feinde. Das ist jetzt einen weiteren Suchtrupp. Wir scheinen hier richtig zu sein. Nummer 3? Oder Nummer 4? Verstanden. Also Nummer 4, glaube ich, wenn man diesen Fail vom Anfang mitzählt, wo wir zum Berg kamen und dann schon gefailt haben. Tango Nummer 3. Genau. Und jetzt ist nochmal. Feind markiert. Wir sind jetzt bei 10. Ich sehe das Paket. Los geht's. Noch einmal der Versuch, das Ganze zu machen. Also auf jeden Fall zu Fuß können wir dann nicht weitergehen. Das habe ich jetzt gecheckt. Weil da kommen Helikopter und Unidad und alles einfach so. Naja. Mal schauen, ob wir, wie gesagt, das Ding noch mal schauen. So, das haben wir schon mal. Okay, aufatmen. Nee, noch nicht, noch lange nicht. Vor allem dieser Penner, der schießt ja auch auf uns. Der ist ja so behindi, dass man den am liebsten auch selbst töten will. Das ist echt schlimm mit dem. Ja, ich kann mir ins Git. Mein AI. Entschuldigung. Quítate, pendejo. Verschwinde. Kapiert? Ich töte dich. Ich schwöre es. Du siehst mich gar nicht. Du hast mich nie gesehen. Ich bin Ghost. Und weh, du schießt wieder auf mich, dann. In Position. Zum Glück sind die Leichen weg. Ziel markiert. Hab ihn. Zuerst die beiden töten sollen. Ich warte noch mal, bis er wieder zurückkommt. An sich, die drei haben mich letztes Mal gesehen. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht verstauen. Oh Gott. Wieso? Die wollen das wirklich schwer machen, ne? Bei mir sammeln. Bei mir. Jetzt gibt's den Albtraum. Vor allem, die Kacke ist halt auch, dass. Alles gut, alles sauber. Dass man hier keinen. Keinen Schutz hat vor Helikopter oder so. Vor Mannequins schon ein bisschen. Also, wobei die können auch alle alles sehen.
mehr als ich, aber ja, mal schauen. Also letztes Mal haben wir da ja alles gekillt. Und ich weiß nicht, ob die deswegen Alarm gerufen haben. Nein. Fuck, greife an. Heli, in den Staub. Nein, okay, okay. Scheißdreck. Okay, es ist gestartet. Schnell, in Deckung. Auf den Boden, Hubschrauber. Zum Glück haben wir den. Alles klar bei mir. Quédate quieto. Lass mich gehen! Schnauze. Darf ich den da jetzt reintun? Ich wette nicht. Ich wette, wir müssen das jetzt alleine machen. Alleine, also zu Fuß machen. Ja. Scheiße. Aber das lief ja schon ein bisschen besser als letztes Mal. Weil die Unidad war nicht dabei. Wieso war die Unidad letztes Mal dabei und jetzt nicht? Ja, schon komisch. Puh. Aber hier sind wenigstens ein paar Felsen. Oh Gott. Die Quest, die nervt ein bisschen. Aber ich glaube, nur noch 760 Meter. Das passt jetzt. Das passt jetzt. Oder jetzt spawnen wieder aus nichts Leute. Weil sie es können. Wieso können wir den nicht verstauen? Das verstehe ich nicht. Gesellschaft. Ich sehe einen Hauptmann, noch ein dritter. Das macht fünf. Ruhig, Kamine. Nein, lasst mich gehen! Wieso jammert der eigentlich so rum? Der weiß doch, dass wir. Oder weiß er das nicht? Also, das wäre nicht zum Kartell gehören. Und der da ist auch blind, der da oben. Die lassen wir jetzt auch einfach. Zwar ist es nicht riskant, die auch noch mitzunehmen, aber ja. Ich will den Typen jetzt einfach weg haben. Ja. Eieiei. Dam 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 dam. Der Arme, der muss die ganze Zeit so komisch laufen. Hi. Ja, ist ja gut. Wir gehören zu euch, schon vergessen. Gut. Komm, Emilio, ich will dich jemandem vorstellen.
Ah, hier gibt's wieder einen Helikopter, also alles gut. Sie wollen weg vom Kartell, Emilio? Ich mach das möglich. Dafür brauche ich was von Ihnen. Erzählen Sie doch mal vom Leiter des Camps. Carajo, ich weiß nicht. Ein Gringo. Riesig. Augen kalt wie Stein. Es malo sogar die Wachen fürchten ihn. Und wie heißt er? Einer der Ausbilder nannte ihn Bookhart. Huh? Karl Bookhart? Kennen Sie den Kerl etwa? Es gab einen Sergeant Bookhart bei den Rangers 2003 im Irak. Wir haben mal zusammen gearbeitet. Shit. Zurück zum Team. Ich werde mal bei Langley checken, was die so zu Bookhart haben. Der Sniper ist genauso groß wie ich. Upsi. Ja, ne? Nicht. Und jetzt? Ah, okay. Emilio hat einen Namen ausgespuckt, Karl Bookhart. Ist der Amerikaner? Wenn ich mich nicht irre, dann war der Mann Army Ranger. Wir haben zusammen gedient. Ein Ranger? Nein, auf keinen Fall. Bowman überprüft das gerade. Sie meldet sich, wenn sie sicher ist. So, naja, okay. Dann holen wir uns mal das schöne Schmuckstück. Wenn wir das haben, sind die... Ich fliege. Sind die Helikopter die Feindlichen und... Ich habe Informationen über Karl Bookhart. Sie hatten recht. Er war wohl mit dem 3. Bataillon des 75. Ranger Regiments 2003 im Irak. 2006 wurde er entlassen. Anschließend verliert sich seine Spur. Ich schätze, er ist noch gut in Form. Laut unserem Deserteur befindet er sich in einer Basis in der Chusapadre-Silbermine. Finden und töten Sie Bookhart. Das legt das Kartell-Ausbildungsprogramm für Monate auf Eis. Verstanden, wird gemacht. Oh. Erstmal Film. Bereit machen. Ungerade links, gerade rechts. Konzentriert euch, verdammt. Karl Bookhart, ehemals Sergeant, 3. Bataillon, 75. Ranger Regiment, geborener Killer. Zeigt, was ihr könnt, ihr Schwuchteln. Macht mich geil. Los. Ab 15 war Karl ständig im Jugendknast. Die Akten sind geschlossen, aber das Muster ist bekannt. Mit 18 stellte ihn ein Richter vor die Wahl. In den Bau oder in die Army. Bookhart blühte in der Army auf. Nach Absolvieren der Ranger School ging er 2003 mit dem 3. Bataillon in den Irak. Er hatte seinen Platz gefunden und wollte Karriere in der Army machen. Und dann fuhr seine Patrouille 05 in Ramadi auf eine Mine. Bookhart fand sich im Zivilleben nicht zurecht, hatte nie lange einen Job und geriet wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er zählte überall, wie die Army ihn fertig gemacht hätte. Schließlich verbrachte er immer mehr Zeit in Juarez. Gott weiß, was Bookhart da unten suchte. Aber schließlich begegnete er El Muro, dem Sicherheitschef von Santa Blanca. Bei einem Bier, vielleicht auch einer Line, erzählt Bookhart aus seiner Army-Zeit. El Muro ist beeindruckt. Er erkennt Talent, wenn er es sieht. Er bietet Bookhart den Job an, die Armee des Kartells in der Provinz Montauk auszubilden. El Muro will sie zur besten Truppe dieser Art in ganz Südamerika machen. Und Bookhart ist genau der Mann, den er dafür gesucht hat. Ein Mann, der Gefechtsübungen abhalten und zeigen kann, wie man einen G36 in 2 Minuten auseinandernimmt. Ein Mann, der aus Narcos Elite-Soldaten macht. Ja, und jetzt sind wir zufällig auch bei ihm. Sollen wir dann zuerst... Nomad, ich habe etwas für Sie. Das machen wir. Ein Paket. Ich gebe Ihnen die Koordinaten durch. Wenn Sie dort sind, rufen Sie mich an. Ich erkläre Ihnen dann alles. Ich glaube, wir gehen zuerst dahin, weil...
Weil da unten ist ja dann dieses Gebiet quasi fertig und irgendwie Bummelsburg. Operation Orakel. Ja, wobei das ist ja auch Story. Ach, ich weiß nicht. Mal schauen. Eine Zugangskarte zum unterirdischen Forschungskomplex, die von Bowman geschickt wurde. Bowman, wir haben Ihr Paket gefunden. Ich habe die Zugangskarte. Die Unidad hat einen hochrangigen Skelltech-Ingenieur gefangen genommen. Er hat Kenntnis von sensiblen US-Industriegeheimnissen, die besser geheim bleiben sollten. Er befindet sich in einer unterirdischen Unidad-Forschungsanlage. Die Karte öffnet die Sicherheitstür. Auf Ihrer Karte finden Sie den Standort der Anlage. Sie und Ihr Team müssen ihn da rausholen. Schaffen Sie das? Nur da rausholen? Schon erledigt. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Melden Sie sich, wenn Sie den Ingenieur haben. Bowman Ende. Wie es aussieht, hat sich der Skelltech-Ingenieur zu weit vorgewagt und jetzt hat ihn die Unidad. Wir müssen ihn rausholen, bevor er Hightech-Geheimnisse ausplaudert. Skelltech? Wie diese Tech-Firma von Jay Skell? Wer ist das? Nur einer der klügsten und reichsten Männer des Planeten. Skelltech verdanken wir den Großteil unserer Gadgets. Wenn er so reich und clever ist, warum braucht er dann uns zum Aufräumen? Mann, sei froh, dass er uns nicht durch Roboter ersetzt hat. Halten Sie ihn, um eine öffentliche Koop-Sitzung beizutreten? Nö. Ich bin Singleplayer. Ich sehe eine Waffenkiste. Schulterschaft. Aber nicht für den. Für den auch nicht. Okay. Aber von Unidad, das heißt, es wird spannend. Hier scheint es reinzugehen. Was ist das, verdammt? Das ist riesig. Seht ihr Wachen? Nein, und das macht mir Sorgen. Haltet die Augen auf. Wieso sollen wir hier das markieren? Die kommen hier eh nicht rein. Ja, egal. Wir Punkte für uns. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, suchen Sie den Ingenieur. Ingenieur. Da ist noch eine Papierding. Nachricht. Aber nicht hier drin, ne? Nee. Wieso sollte ich ja eine öffentliche Koop-Sitzung beitreten? Nein. Da drinnen könnten Zivilisten sein. Seid vorsichtig.
Das sieht sehr gut aus. Hier war schon jemand vor uns. Haltet Augen und Ohren offen. Wir scheinen Glück zu haben. Die Wissenschaftler leben noch, sie sind nur bewusstlos. Tot sind nur die Unidad-Soldaten. Also dürfte uns aber noch leben. Scheiße. Wie sollen wir ihn in dem Durcheinander finden? Wir suchen Dumpfbacke. Wo ist jetzt der Zettel? Der ist da drin. Aber ja, okay, da komme ich hin. Wie bist du da reingekommen? Alter. Ja. Nope. Wie komme ich da rein? Wie bist du da rein? Einfach reingebackt wahrscheinlich. Ah, da hinten ist die Tür. Ah, vielleicht wenn ich hier hochgehe. Was ist hier passiert? Da geht's wieder runter. Eine Magnetkarte aus der unterirdischen Forschungsanlage der Unidad in Montioc. Sie könnte eine Tür ins Innere aufmachen. Okay. Vielleicht da. Ein Bauplan auf einen USB-Stick in dem Zimmer gefunden wurde. Er zeigt eine Art bewaffnetes Auto ohne oder eine bewaffnete Drohne. Mhm. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Hier geht es nur in den Kreis rum. Und die ganzen Türen haben keinen Schalter dran. Okay, das kann ich noch mitnehmen.
Seht euch das an. Großes Kaliber. Die Jungs wollten Nägel mit Köpfen machen. Okay. Interesting. Ah, jetzt hat eine Drohne. Windkanal für fliegende Drohnen. Was auch lustig ist oder interessant ist, ist, dass die alle irgendwie nicht in Gefechtsstationen oder Gefechtshaltung waren. Die liegen einfach hier so mitten im Raum rum, als ob die sich nicht gewehrt hätten. Aber bei uns ist es ja ähnlich, also wir killen die ja auch immer so. Klingt nach Gesellschaft. Ganz ruhig. Andersrum. Na dann. Seine Brille ist gerade nicht so. Nomad? Fuck. Walker. Was machst du denn hier? Bowman hat dich gar nicht erwähnt. Weil, unsere kleine harte Lady nicht weiß, dass ich hier bin. Sightseeing? Jagdausflug. Was jagst du? Einen sehr wichtigen Skelltech-Ingenieur. Daniel Rodriguez Arellano. Unser Freund hier hat Zugriff auf heiße Firmentechnologie, die die Regierung nicht teilen will. Und er verbringt verdammt viel Zeit in Bolivien. Er ist vermutlich nicht wegen der Kultur hier, ha? Er hat der Unidad Geheimnisse verkauft. Also sollten wir beide uns mal unterhalten. Unser Auftrag lautet, den Mann vor der Unidad zu retten. Hör zu. Ich könnte jetzt auch den ganzen Tag was vom Pferd erzählen. Omen, sie ist mein eigentliches Ziel. Und obwohl die wissen, was er tut, beschützt sie den Mistkerl. Was macht er für sie? Ist Informant bei der Unidad. Das müssen ziemlich wichtige Geheimnisse sein, wenn du vom Plan abweichst. Sieht so aus. Oh, fuck, sie sind hier. Hoch mit ihm. Geh! Kayate. Wenn sie überleben wollen, dann tun sie, was ich sage. Seid ihr zwei fertig? Ach, da ist er ja. Walker hat uns wohl was übrig gelassen. An die Arbeit, Leute. Puta madre! Wer sind die Typen? Wenn Sie es hier herausfinden wollen, dann halten Sie den Kopf unten. So. Aber ein Ziel. Greife an. Ich halte das nicht aus. Hindern sich! Bereit machen, Feuer! Roger.
irgendjemand ist oben. Der Tango ist hin. Eieiei, ein Scheißleben ist das! Scheiße! Eröffne das Feuer! Verluste, ne? Haben Verluste. Ich hab dich, halt einfach durch. Das hat aber gedauert. Mann, wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Du bist ja mitten in den Raum einfach so reingerannt. Don't play me. Verdammt, der Kerl ist tot. Wir sollten uns häufiger zu sowas treffen. Ja! Nächstes Mal bringe ich was Großkalibriges mit. Und ich mehr Granaten. Ich bin ja schon wieder tot. Halt durch, ich komme zu dir. Autsch. Danke. Er ist tot. Sauber. Seid ihr okay? Na dann, gehen wir mal hier raus, ne? In der Nähe treiben sich Gegner rum. Sie aufgescheucht. Scharfschütze, runter! Mierda! Granate, mich hier volle Deckung! Aus. Granate! Mal am Boden! Einer von euch muss ihn helfen! Upsi! Ja, los! Verdammt, das war knapp. Alle bereit? Feuer! Hurra! Feuer, Feuer, Feuer! Mist, Scharfschütze! Scheiße, die versperren uns den Weg. Nehmt den Ingenieur und bringt ihn hier raus. Aber denkt an meine Worte. Passt auf, wie mir vertraut. Und wohin gehst du? Ich halte sie auf. Betrachtet das als kleinen Gefallen. Sicher? Das sind eine ganze Menge und ich habe ungern Schulden. Wir sind doch jetzt fertig. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Tango hat den Schuss gehört.
Al piso todos. Ay, 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 ein Scheißleben ist das. War's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Wieso bleibt er jetzt eigentlich hinten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der hält sie auf, ja, ja. Da ist ja niemand mehr. Von wegen, er hält sie auf. Ja. Mal schauen, ob der Helikopter noch funktioniert. Oder der Hubschrauber. Ich mach das, ich fliege. Bin drauf. Na, komm rein. Komm rein. Echt jetzt? Soll ich den zuerst? Und jetzt da rein. Der ist echt zu dumm dafür. Ist ja entweder ist auch hierfür zu dumm. Wartet, ich fahre. Ja, das geht. Na ja. Vielleicht hat er Höhenangst oder so. Bowman, wir haben das Paket. Wo sollen wir es denn abliefern? Gute Arbeit. Ich hoffe, es war nicht allzu schwierig. Moment. Bowman? Garen Bowman? Sie kennen den Mann? Bringen Sie ihn einfach ins Safehouse. Ich leite Ihnen die Koordinaten weiter. Da wären wir, Amigo. Seien Sie vorsichtig und gehen Sie Ärger aus dem Weg. Hi, wie läuft's? Bowman, hier ist No... Gracias. Viel Glück. Bowman, hier ist Nomad. Das Paket wurde abgeliefert. Sehr gut. Lassen Sie ihn einfach im Safehouse. Ich übernehme ab hier. Ich kenne die Schlupfwinkel eines Sicario-Führers. Planen wir ihn für das Santa Blanca-Sympathieprojekt ein. Gut, dann würde ich sagen, das war eine recht lange Folge. Aber... Oh, hier, wir müssen einfach das Gebiet jetzt verlassen. Mal schauen, was passiert. Hier ist ein Helikopter, den werde ich mal gleich... Genau, wir steigen in den Helikopter, beziehungsweise ist eigentlich vollkommen wurscht. Wir gehen einfach mal raus und schauen, was passiert. Weil danach mache ich eine Aufnahmepause und dann ist es total egal, weil wir... Sollen wir zu unserem üblichen Programm zurückkehren und weiter das Volk von Bolivien von Santa Blancas Tyrannei befreien? Ich habe noch ein bisschen Blei übrig. Nicht jetzt. Ich habe ein seltsames Gefühl, was Bowman und den Ingenieur betrifft. Gehen wir.
Verfolgen Sie Daniel und bleiben Sie dabei unbemerkt. Echt jetzt? Feinde, passt auf! Warte, aber das, genau, das machen wir wann anders. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.